So, das Röcheln musste ich euch jetzt nicht antun. So. So. Nee. Ah, bums, ging's raus. Bup, bup. Sag mal. Also, auf den muss ich zur Seite, auf den muss ich geradeaus, auf den muss ich zur Seite, auf dem geradeaus, zur Seite, zur Seite, zur Seite, geradeaus, zur Seite, dann geht's ins Haus, zur Seite, zur Seite, zur Seite und ganz lange geradeaus, dann zur Seite, runter. Zur Seite, zur Seite, zur Seite. Das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Tada! Leightons Lehrling ist kein Rätsel zu schwer. Baton, sofort zu mir. Oh je, da hat es der gute Wachtmeister einmal um den ganzen Parkplatz geschafft und auf den letzten Metern verließ ihn die Konzentration. Wäre er doch nur direkt hineingefahren, dann müsst ihr jetzt wohl nicht zur Strafe stapelweise Akten sortieren. Wundervolle Leistung, Luke. Sicher hat der Professor nie Grund dazu, dich anzuschreien. So etwas würde er auch nie tun. Außerdem lasse ich kein Rätsel ungelöst. Ob der Inspektor vielleicht glaubt, meine Patzer würden seinem guten Ruf schaden? Oh je. Keine Sorge, Herr Wachtmeister. Was zählt, ist, dass man immer sein Bestes gibt. Wenn nur auch der Inspektor die Dinge so sehen würde. Luke, komm schnell. Ich glaube, ich habe gefunden, wonach wir gesucht haben. Was denn, Professor? Na gut, das muss ich jetzt noch wissen, bevor ich aufhöre. Dieses Dokument hier hat mir sehr wertvolle Informationen beschert, Luke. Was genau haben Sie herausgefunden, Professor? Sagen wir einfach, ich bin sehr zuversichtlich, dass der Premier noch am Leben ist. Allerdings können wir ihn nur retten, wenn wir ins London der Zukunft zurückkehren. Also denken Sie, dass er in der Zukunft gefangen ist? Vielleicht. Unterhalten wir uns darüber mit dem Inspektor. Oh, diese Geheimniskrämerei, ne? Wegen solchen Dingen ist eine Leiche zum Dessert entstanden. Nun, Leighton, haben Ihre Nachforschungen neue Ergebnisse zutage gefördert? Das haben Sie tatsächlich. Doch erlauben Sie mir zuvor, einige Fragen zu stellen. Herr Inspektor, haben Sie an den Ermittlungen zu jener Explosion vor 10 Jahren teilgenommen? Ja, das habe ich. Lang ist's her. Ich war gerade zum Assistenten des Inspektors befördert worden. Ich verstehe. Können Sie sich an die Wissenschaftler erinnern, die an dem Vorfall beteiligt waren? Insbesondere an jene, die im Verdacht standen, die Explosion verursacht zu haben? Mal überlegen. Ah, jetzt erinnere ich mich langsam. Einer hieß Allen, Dimitri Allen. Waren nicht 2 Wissenschaftler involviert? Wie war der Name des zweiten? Du liebe Zeit, es ist wirklich eine ganze Weile her, müssen Sie wissen. Ja, das stimmt. Es ist sicherlich nicht einfach, sich zu erinnern. In Ordnung. Und was ist mit den Opfern? Fällt Ihnen denn zu diesen etwas mehr ein? Die Explosion verursachte erhebliche Schäden im näheren Radius. Vor allem das Wohngebäude neben dem Labor wurde fast völlig dem Erdboden gleichgemacht. Eine Laborassistentin kam bei der Explosion ums Leben sowie mehrere Menschen im Nachbargebäude. Seltsamerweise haben die 2 Wissenschaftler das Unglück überlebt, glaube ich. Das war sehr aufschlussreich, Herr Inspektor. Gut, ich meinerseits hätte da auch noch einige ungeklärte Fragen. Sagen Sie mir, inwiefern hängt diese alte Sache mit dem Fall Bill Hawks zusammen? Es ist zwar bloß eine Vermutung, aber ich glaube, der Premierminister wird fernab des Einflusses von Scotland Yard gefangen gehalten. Wollen Sie etwa damit sagen, er befindet sich außer Landes? Was ich Ihnen gleich mitteilen werde, ist womöglich schwer zu begreifen. Aber ich glaube, dass Bill Hawks in der Zukunft gefangen gehalten wird. Wenn das Ihre Art von Humor ist, ist mir nicht nach Lachen zumute. Ich kann Ihre Skepsis durchaus nachvollziehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Inspektor. Wenn ich mehr über den Verbleib des Premiers herausfinde, sind Sie der Erste, der es erfährt. Komm, Luke, lass uns gehen. Momentchen, wir hatten eine Abmachung. Sie haben doch mehr im Petto als nur diese Vermutung. Ich habe Ihnen alles mitgeteilt, was ich im Moment weiß. Würden Sie uns jetzt bitte entschuldigen? Das war jetzt nicht so dolle. Gehen wir mal raus hier.
Jetzt, da wir haben, wonach wir suchten, zurück zum Uhrengeschäft. Tickli wartet. Jawohl, Professor. Da fahren wir dann auch schnell hin. Rum. So. Na, hast du noch ein Rätsel? Oh, das ist tatsächlich noch mal eins. Oh, du schon wieder. Wohin geht es denn diesmal, junges Gemüse? Ich darf es nicht verraten. Es ist ein Geheimnis. Nun, ich wollte dir gerade ein Rätsel präsentieren. Aber da du ja in Eile bist, vergiss es einfach. Wie meinen Sie, haben ein Rätsel, das einer Lösung bedarf? Hoho, na, und auf einmal habe ich deine Aufmerksamkeit. Hier siehst du drei teilweise durchsichtige Folien. Wenn man sie in der richtigen Reihenfolge aufeinander legt, bilden sie ein Schachbrettmuster. Welche der Folien A, B und C muss dabei ganz unten liegen? Du darfst die Folien weder drehen noch wenden. Sehr eklig. Ich würde ja ganz spontan sagen, A oder C. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Ich würde sagen... Nee, doch nicht. Oder doch? Ich weiß gar nicht. Bin mir jetzt unschlüssig. Oder vielleicht doch B? Ja. Wonach entscheidet man das dann? Da, wo die meisten schon richtig sind? Oder da, wo das meiste verdeckt werden muss? Dann wäre es, glaube ich, A. Oder da, wo das wenigste zu sehen ist? Ich glaube, C könnte nach ganz oben, weil bei C stimmt schon das meiste. Da muss nichts mehr verdeckt werden. Deswegen kann, glaube ich, C nach ganz oben. Jetzt A oder B ganz unten. Also vom Gefühl her würde ich jetzt einfach mal B sagen. Mal gucken. Wie wäre es hiermit? Hey, war sogar richtig. Leightons Lehrling ist kein Rätsel zu schwer. Gut gestapelt. B gehört ganz nach unten. Die Abbildung zeigt dir, wie die Folien aufeinander gelegt werden müssen. Spektakulärstens, mein Junge. So. Also machen wir uns auf den Weg ins zukünftige London, ja? Was ist los, Luke? Hast du Angst, dich wieder mit in den Zeitwurzel zu begeben?
Ja, ich meine, nein, solange ich es nicht allein tun muss. Natürlich musst du das nicht. Ich bin immer bei dir. Und als erstes steht wohl ein Treffen mit dem Professor der Zukunft auf dem Plan, stimmt's? Das ist richtig. Und wenn ich mich nicht täusche, werden wir dort auch den Premier antreffen. Meinen Sie, dass wir auf dem Weg dorthin gefährliche Hürden zu nehmen haben? Wenn ich an die warme Begrüßung jener Finsterlinge im Casino zurückdenke, ist alles möglich. Luke, das Ausmaß der Gefahr, welche uns erwartet, ist nicht einzuschätzen. Vielleicht wäre es besser, wenn du hier in unserer Zeit bleibst. Was wäre ich denn für ein Lehrling, wenn ich nicht mit Ihnen der Gefahr ins Auge blicken würde? Natürlich komme ich mit. Gespeichert. Kapitel 6. Unerwartete Reisegefährten. Ja, liebe Leute, ich würde aber sagen, an der Stelle machen wir für heute erstmal Feierabend. Dann kann ich nämlich mein Näschen und mein Hälschen noch ein bisschen erholen bis zur nächsten Aufnahme, die dann hoffentlich in Bälde folgt, damit ihr in Bälde auch wieder neue Folgen habt. Und dann muss ich sowieso mal gucken, was ich hier noch so aufnehmen muss. Ich glaube, Apothekarium haben wir noch offen, ne? Aber das schaue ich mir alles nochmal in Ruhe an. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde.